Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus-Simulator bei eurem Lieblings-YouTube-Kanal. Mein Name ist Aaron. Neben mir sitzt heute natürlich wieder der Toni. Kuckuck! Und mit dem Kuckuck fahre ich zusammen einmal nach Kerstadt, denn wir haben in der letzten Folge unsere Nachtschicht abgearbeitet und damit wirklich so guten Erfolg erzielt, dass wir jetzt neue Haltestellen freigeschaltet haben. Wir haben jetzt die erste Erweiterung sozusagen freigeschaltet, die jetzt auch über das Basisspiel des Bus-Simulators hinausgeht. Ich hatte vorhin mal geschaut, wir haben einmal die paar Missionen, die eben das Grundspiel bietet, dann nochmal ein Missionspaket gehabt und jetzt kommt nämlich die große Stadterweiterung hinzu. Und das seht ihr nämlich genau in dieser Folge. Hier unten blinken schon ein paar Haltestellen auf. Das ist zum Beispiel Winfield West, Winfield Ost und Kerstadt. Und das Ganze verbinden wir jetzt nämlich mit dem zentralen Omnibusbahnhof, da das keine große... Der ebenfalls blinkt. Richtig, der ebenfalls blinkt, danke. Das zeigen wir euch doch kurz mit, weil das ist ja ganz flott. Möchtest du das mal machen, Toni? Kannst du mal verbinden? Ja, ich werde die jetzt verbinden. Wir nennen die auf jeden Fall Kerststadt. Denn, also Kerst... Ja, zur Vollständigkeit, das habe ich gerade eben erst gesehen. Gut. Es ist eine verbindende überregionale Linie. Ja, das ist regional, also, das ist was mit Buchstaben. Also dann G wie Gustav, ja. Wir starten am zentralen Omnibusbahnhof. Wir fahren über Winfield West, Winfield Ost nach Kerststadt-Kirche rein. Und das war's. Haben wir. Jetzt, dann fügen wir noch ein paar Leuchten hinzu und ein paar Busse. Soll ich das machen? Ich mache gerade die Fahrt. Du machst schon? Okay, dann überlasse ich das. Dann ich könnte mich gerade schon wieder drüber aufregen, dass die diese Steuerung Rollen mit dem so Maus... Ja. Und dann noch ein paar Gelenkbusse hinzu. Ich bewege meinen Mauszeiger und dabei bewegt sich dann auch die Sache. Weil wenn ich jetzt... Ja, jetzt in der Mitte muss ich es halten, dann kann ich scrollen. Ja. Ah, ich habe ja schon 5 Fahrer, naja, siehst du. Gelenkbusse meinst du, also ein Capacity L. Zum Beispiel, genau, oder A23 war, glaube ich, Gelenkbus noch. Mhm. Oder Capacity G, Quatsch. Lion City 10G? Ja, das müsste auch einer sein. Wie dem auch sei. Oh, in schöner Business, na, in Überland-Business von Cetra. Ach stimmt, ist ja auch Überland. Ja, das ist auch... Und noch ein Lion City 10G. Ja, es sind viele Leute, die da jetzt hinwollen. Es ist eine neue Entdeckung wert, habe ich gehört. Also wir haben es ja noch nicht gesehen bisher. Deswegen beginne ich mal eine Koop-Fahrt, oder? Möchtest du eine Koop-Fahrt beginnen? Ja. Sagen wir so. Oder? Ja? Wollen wir mit Koop-Fahrt machen, oder? Ha, können wir machen. Klappt das mit der... Ja, Aufträge haben wir. Nur fahre die Strecke, wenn Fahrer und Busse zugewiesen sind. Okay. Genau. Kerststadt, Koop-Fahrt beginnen. Konvoi-Mission oder mit Konvoi-Mission? Wetter, Tageszeit, hast du einen Wunsch? Tag, damit wir was sehen, oder? Ja, natürlich, wir wollen auch was entdecken. Dann, to early das event aktiviert ist aus, Fahrkartenautomat aktiviert ist aus und realistisch. So realistisch ist halt... Oh, deine Nachfrage nach Verkehrsmitteln ist hoch in der Stadt. Bilde mit deinen Freunden einen Buskonvoi und bringt alle Passagiere ans Ziel. Ja, mach mal. Was fährst du für einen Bus? Ich habe gerade mal nach ganz hinten. Oh, 10G-Bus. City. Also, ich würde mal einen O530 fahren heute mal wieder. Dann fahre ich einfach einen Lion City A21. Mann, sieht der blöd aus. Den hast du gar nicht lackiert. Nein, die ganz hinten, da gibt aber noch vorne noch welche lackierten. Ah. Da hatte ich keine Lust mehr dann. Ah, man sieht's. Ist doch auch noch einen schöneren O530 hier vorne, oder? Da. Ah, guck mal, was hier ist. Der Weihnachtsbus. Der Weihnachtsbus. Hat's auch gerade, ja, okay. Ja. Geh mal den auch hier. Bus durch. Wählen. O530. A21 hätte ich noch. Kannst du machen. Das war doch dein Lieblingsbus, oder? Oder war das der A47? Nee. Citaro K. Achso, und Citaro. Du bist früher auch immer so häufig gerne den M1 gefahren. Deswegen dachte ich, das ist wohl noch. Früher? Ja. Nee, noch gar nicht eigentlich. Na, ist auch egal. A21 in dieser schönen schwarz-blau-türkisen Lackierung. Bus wählen. Und geht los. Ach, schön. Oi, wir stehen da direkt hintereinander. Ja. AZOB, es kann losgehen.
Mal schauen, welche Haltebucht ich habe, Kollege. Haltebucht 6. Oi, oi, oi. Achtung. Da wollen wir mal ranrollen. Hyperspeed steht bei dir an der Seite drauf. Na, das sagt ja alles über deine Fahrt aus. Natürlich. Hyper, hyper. Oh nein. Hä? Wollen wir neu starten? Hast du ihn angefahren? Ja. Ja, dann starten wir kurz neu. kann man direkt neu starten machen? Nee, man muss Fahrt abbrechen. Ne? Man muss Fahrt abbrechen machen. Gut. Oh, Hyperspeed. Am frühen Morgen. Hyperspeed, genau. Fahrt beginnt. Hyperspeed hat's versaut. Nee, zurück. Abbrechen. Mann. So. So, hier sind wir wieder. Na prima. Herzlich willkommen. Mit Hyperspeed in die Haltestelle 6. Haltebucht 6 habe ich schon mal gehört irgendwo, ja? Mit Hyperspeed. Hoppala. Nein, guck mal, bei mir stehen sie jetzt gar nicht mehr so viele. Haben Angst vor mir. Ja, den, die nehmen jetzt eine andere Haltebucht. Ah, ich kann sie nicht verübeln. Hallo, die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus. Fahr weiter. Gute Halteposition und gut abgesenkt. Hereinspaziert die Herrschaften. Und zwar ein bisschen zackig. Ja. Und auf geht die Fahrt. Wo ist denn der Aaron? Da hinten. Direkt an deinem Arsch klebe ich. Ja. Oh no, falsche Richtung. Nach links. Warte, doch richtig. Nach links. Ja, ich bin gerade in der Außenkamera. Ah, auch sehr schön. Sehr, sehr gut. Aha, sie müssen Ampel. Anhalten. Ja. Da hinten steht er. Und wir sehen auch schon auf unserem Schild Kerststadt. St. Paulus in sich voraus. Oh. Ja, Kerststadt. Guck mal. Die 6. Nee, G ist es ja. G. Oh, ich habe mich gerade schon gewundert. Sieht halt so ähnlich aus. Nee, nee, nee. Also wir haben jetzt 12 Minuten Zeit, um das nach Winfield zu kommen. Oh, da wird ja eine gute Strecke sein bis dahin. Ich freue mich schon sehr. Ich bin sehr aufgeregt. Endlich mal was anderes zu Gesicht zu bekommen, anstatt immer dieses gleiche olle Altstadt hier. Mensch, jetzt habe ich hier gerade auf meinen Tisch herumgeguckt. Wollte einen Schluck Wasser nehmen. Schon wieder hast du fast über die. Nee, ich bin fast über die rote Ampel gefahren. Das passiert. Oh! Sage mal, über die rote Fußgängerampel läuft die noch rüber. Was ist denn hier los? Verrückte Mann, Leute gibt es immer. Das wäre fast schief gegangen. Fast. Aber nochmal starten wir nicht neu, ne? Also wirklich. Wo gibt's denn sowas? So, ich stehe ein bisschen bescheiden hier drin. Das tut mir sehr leid. Obwohl es geht. Geht. Habe ich noch einer hinbekommen. Schauen Sie mal an der Haltestelle da hinten. An der Ampel da hinten. Genau, eine Ampel hinter dir bin ich immer. Da steht der, der nicht hinterherkommt. Der niemals lacht. Ach. Ach, das hat er gemeint. Wo ist denn Sunny Springs? Hm. Weißt du das? Das sagt mir irgendwas. Ist das nicht irgendwie eine Stadt aus irgendeinem anderen Spiel? Hm, keine Ahnung. Er hat nur ein Fahrgast gesagt, dass er seinen Opa in Sunny Springs besucht hat. Bin in der falschen Spur. Hätten sie ruhig mal eher ausschildern können. Mann. Oder stand das irgendwo? Stand das irgendwo, dass man in der Spur bleiben soll? Nee, ich glaube nicht. Hey, oder ist Sunny Springs nicht unsere Karte? Nee. Keine Ahnung. Seaside Valley ist unsere Ja, ja. Ach so, verlass mal jetzt.
Genau, verlassen wir jetzt. Vielleicht ist Sunny Springs irgendwann Außenbezirk gewesen. Okay. Achtung! Blinken Einstein. Beim in den Kreisverkehr Nein, fahren kommt bei und mir dann. In Frage. Hey doch, da kriegst du Blinker korrekt gesetzt. Das ist doch alles krank. Uiuiuiui. Er fährt sich nicht so schön wie der Citaro K, der fährt sich härter, muss man sagen. Ja, als Citaro lässt sich halt immer noch am besten fahren. Ja. Alles gut, wir haben sowieso noch nicht die nächste Haltestelle erreicht. Sie können einfach weiter schlafen. Ist eingeschlafen deshalb. Ja. Aber ja, das sind gar keine Kreisverkehre. Gerade eben mal ein Vorfahrtbeachtenschild da. Auch beim Rausfahren? Nee, beim Reinfahren. Deswegen ist doch normal. Du musst im Kreisverkehr. Schon, aber du hast doch ein Kreisverkehrsschild da, wenn du wirklich einen Kreisverkehr hast. Und geht Vorfahrt beachten, schön. Ach so, ja, stimmt. Und da das, deswegen ist das hier wahrscheinlich. Guck's dir an. So, deswegen blinkst du beim Reinfahren. Wir fahren jetzt hier hoch, die wunderschönen Berge. Also die Berge links sehen schon deutlich besser aus als die rechts, ne? Das stimmt. Das ist ja ein ganz anderes Spiel. Wir fahren jetzt in den Bussimulator 19, den sonst niemand zu Gesicht bekommen hatte. Oh, geil, Toni. Schön. Auf der Seite soll ja auch der Flughafen sein, habe ich gehört. Ist denn das die Möglichkeit? Mhm. Ja, Erdgas ist wieder schwach auf der Brust. Stehst du schon voll auf dem Gas? Natürlich. Ernsthaft? Pedal to the metal. Okay. Ja, das ist ja 3% Steigung, da richtig zu kämpfen. Ja, Erdgas ist halt Drehmoment schwach. Also noch Drehmoment schwacher als Benzin. Warum blinke ich? Sehentlich. Gehst du gleich geblinkt beim geradeausfahren als Fehler, hä? Nee, ich hab's ja früh genug ausgemacht. Und diese hat ja den. Also ist ja eher dafür bekannt, dass es nicht so hohe Drehzahlen erreicht. Also ein Dieselmotor. Diesel ist ja scheißegal. Dem sind die Drehzahlen scheißegal. und demzufolge, der kann halt bei gleicher Drehzahl relativ gesehen mehr Drehmoment erreichen. Im Gegensatz zu einem Erdgasmotor. Und wahrscheinlich ist der hier drehzahlarm oder so, keine Ahnung. Also der ballert schon ganz schön jetzt gerade, aber ich fahre ja auch über 60. Ja. Haben einen falschen Bus ausgesucht. Jetzt hat er geschalten. Eigentlich hätten wir auch einen Überlandbus nehmen müssen, das stimmt. Links schon wieder links. Verarsch mich nicht. Ah, oh, guck mal, hä? Hier ist der Farming-Simulator zu Hause. Schön. Aber die Berge im Hintergrund. Ja. Du darfst halt nicht weiter gucken als 10 Meter. Aber guck mal nach links. Da sind die Berge schön. Hoppala. Ich war gerade wie im Eurotruck-Simulator. Uiuiui. Bisschen wild. Ist auch 20 mal der gleiche Stein einfach. Guck mein Flugzeug! Wo? Was? Wie? Wer? Über mir. Geht nicht. Das hörst du sogar. Gesehen habe ich nicht. Oh, guck mal, den Schatten. Den Schatten siehst du auch. Los, schnell. Ah! Du. Da ist das Flugzeug. Ich sehe das Flugzeug. Fenster nicht. Auf. Wo denn? Hier. Da, links. Da. Schön. Ich sehe ihn nicht. So. Mir wurde in die Karre gefahren. Und ich habe geblinkt beim geradeausfahren bekommen, Mann. Na, hab ich doch gesagt. Nee, gerade eben, weil ich zu früh geblinkt habe für die Haltestelle. Dabei habe ich nur Aaron überhaupt die Möglichkeit gegeben zu reagieren, weil der Vogel ja viel zu nah auffährt. Muss ja pünktlich sein. 6 Minuten zu früh ist immer die Devise. 6 Minuten nur noch, scheiße.
Aber es stand ja keine Wertung drin, ne? Es ist ja eigentlich. Das ist richtig. Egal. Ach, rechts sind Tiere. Rechts sind Tiere? Da waren Tiere. Hab ich nicht gesehen. Hab mich nur über den Vogel, der mir reingefahren ist, aufgeregt. Ja, das ist auch ein tolles Tier. Ah, ist auch ein Tier, ne? Ja. Oh, der kann sogar über 90 fahren hier bergab. Haben wir es einig oder natürlich haben wir es einig. Hier ist schon wieder der Farm. Landwirtschaftssimulator. Achtung, wir erreichen gleich die nächste Haltestelle. Und hier sind nur 50. Warum bekomme ich noch ein Flugzeug? Ich sehe kein Flugzeug. Mann, dann mach er mal die Glotzen auf. Meine Flugzeuge sind kaputt. Muss halt mal der Mechaniker her. Mann, mach doch mal die Türen zu. Danke. Ja, wenn 5 Minuten zu früh Kirche. Ein perfektes Timing sind, dann ist auch schön. Und klar. Hauptsache nicht zu spät. Und weiter geht's. Ach ja, Mensch, ist das schön hier. Sehr ländlich alles. Was ist denn da rechts oben? Da ist auch noch irgendwas eingezeichnet. Über mich fliegt schon wieder ein Flugzeug. Man hört's doch. Deine Kopfhörer sind einfach kaputt. Hier rechts ist der Flughafen ausgeschildert. Oh, oh. Ich werde nicht richtig. Soll ich nach rechts fahren? Wir haben ja 8 Minuten Verfrühung. Ach komm. Oder, na, spoilern lassen ist auch blöd. Ja, ne? Spoilern lassen ist eigentlich wirklich blöd. Das machen wir, das entdecken wir noch früh genug. Aber das Schild hier drüben auf der linken Seite haben sie blöd aufgehangen. Du siehst nicht, wann Leute irgendwie da angefahren kommen. Schön ländlich. Schön. Flughafen rechts, Kerststadt links. Ja, das ist eigentlich hier schön mit Überlandbussen eigentlich. Ja. So ein paar mehr kaufen. Ich habe quasi einen Überlandbus. Fast. Geht denn das mal voran hier? Hier ist auch eine Schiene wieder. Könnte man auch ein Train Sim World anmachen. Simrail. Ah, oder das. Mensch. Neue Gebäude hier. Echt? Hm. So in der Art habe ich das jetzt, glaube ich, noch nie so gesehen. Also. Das wäre ja erfreulich. Tatsächlich fühle ich mich gerade in Alarm für Cobra 11 das Syndikat leicht zurückversetzt. Grafisch und also hier die Gebäudefarben, weißt du, wie ich meine? Also dieses. Ein bisschen. Dieses allgemeine Setting, so ein bisschen ja. Irgendwie. Ah, und ich sehe die Kirche. Da müssen wir ja halten. Ach was. Oh, ich habe mich gerade spoilern lassen. Das ist die Technische Universität hier, die Haltestelle. Oh. Ja, hier gibt es einige Haltestellen in Kerststadt. Ja. Aber ich wollte halt an die ranfahren, weil das so aussah. Aber ach so. Oh, hier im Stadtzentrum sieht es aber auch gemütlich aus. Mann. Ja, sieht echt schön aus, ne? Ich glaube, hier steigt man dann gleich mal aus. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben die Endhaltestelle Kerststadt erreicht. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Wir haben Flugzeuge gesehen, wir haben neue Felder erblickt, wir haben Sachen gesehen, die wir vorher noch nie im Leben gesehen haben. Und wir erreichen wir haben den Zielpunkt auch mit über 5 Minuten Verfrühung erreicht. Ich hoffe, Sie waren sehr zufrieden mit meiner Fahrweise und ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Viel Spaß! Absolut pünktlich. Danke. Vergessen Sie nicht, eine positive Bewertung auf dieses Video zu hinterlassen. Nö, das habe ich jetzt nie gesagt. Das habe ich gesagt. Guck mal. Kollege. Macht er auch mal Platz hier vorne?
Nee, der steht. Hey, ich komme hier gleich rein. Komm so auf. Pass hier niemals dazwischen, obwohl ich eigentlich dazwischen passen würde. Ich muss wirklich noch weiter rankommen. Die steigen nicht aus. Ja, ja. Oh, Mann. Gobbo und Goblin gibt's links. Perfekt geparkt. Tschüss. So. Machen wir's à la. Willst du noch einen kurzen Moment spazieren gehen? Oh Gott. Ah. Nee, geht nicht. Oi. Ach, Manu. Das war bestimmt wegen Konvoi-Mission. Ja. Och, aber es gab ein Achievement irgendwie. Schalte irgendwas frei. Aber da hättest du ja trotzdem die Türen aufmachen können. Hätten wir noch erkunden können. Wir hätten auch noch 15 Minuten sitzen bleiben können. Wenn sie so penibel sind. Das stimmt. Hm. Mann. Das hat es jetzt automatisch beendet. Ich habe nicht mal die Taste gedrückt. Ich glaube aber, in den folgenden Folgen. Geh mal auf Streckenplaner. Ja, ich muss erst mal auf OK gehen. Oh, hier unser steigendes Einkommen wieder. Nachdem der Disponent hier mal ordentlicher Druck gemacht hat, geht das wieder hoch. Sehr zufrieden. Hallo, hier ist Michael Bach. Gute Arbeit. Wir haben sehr positive Rückmeldungen von den Anwohnern bekommen. Ich habe bereits die nächste Aufgabe für dich. Sowohl Stadt als auch Bund wollen den Austausch zwischen Studenten und Technologieunternehmen fördern. Wir sollen die Universität und Wachowski Industries mit dem Gewerbegebiet verbinden. Neben dem Etablieren von neuen Routen sollen wir auch dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Busverbindungen steigt. Das ist eine umfangreiche Aufgabe. Von daher sollten wir gleich mit den Kerststadt-Haltestellen anfangen. Genial. Geil. Das klingt doch was. Also, ach, jetzt haben wir die ganzen Kerststadt-Haltestellen freigeschaltet. Ja. Und jetzt guck dir das mal an. Oh, Flughafen freischalten. Schließe zum Freischalten die Mission für die Wissenschaft ab. Da wissen wir doch, was die nächste Folge uns Tolles bringt. Nämlich noch einmal, noch ein einziges Mal ohne Flughafen auf der Karte fahren. Und danach sollten wir es irgendwann mal hinbekommen haben, endlich es zu schaffen. Und es ist nur ein Ziel. Es ist wieder genauso. Fahren Sie die Strecke dann im Rundfahrtmodus. Wunderschön. Oh, das kriegt man hin. Toll. Ah, und noch die Kerststadt-Bushaltestellen auf Level. Okay, ja. Na gut, aber da kannst du dann wenigstens ein bisschen erkunden. Ah, die sind schon auf Level 6. Ach so. Ah, also bei Kerststadt wolltest du ja selber dir auch ein bisschen anschauen noch. Das könnte Klar. Also ich glaube, das klingt nach erstmal einer Aufgabe für einen Disponent, der dann ein paar schöne Strecken uns baut. Okay, das machen wir. Und außer die Zuhörerschaft und Zuschauerschaft möchte gerne live dabei sein, wie die Strecken vom Disponenten geplant werden. Wie das komplexe Auswahlverfahren, welche Route nun wo an welchen Haltestellen entlang führt, betroffen wird. Und falls das nicht erwünscht wird, dann werden wir einfach nur fahren. Schreibt es in die Kommentare. Gebt eine Bewertung ab, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es. Und abonniert uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bleibt chaotisch. Es macht uns und war uns mal wieder eine Freude. Eine Riesenfreude. Tschüss. Tschüssikowski.